Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT Near Horizon. Ja, ich war nochmal ein bisschen Sand holen, habe mir auch ein bisschen Sandstorm mitgebracht, weil Sandstorm gibt es da mehr als Sand. Forgehammer macht 1:1 drauf, braucht nicht so lange wie der Maserator. Ich hätte noch cool gefunden, wenn der mehr machen geht. Mindestens 2 oder so. Dann hätte ich auch gesagt, okay, dafür warte ich auch ein wenig länger. Aber ist ja egal. Also lassen wir den Forgehammer arbeiten und irgendwann macht es dann Ende I.O. Da habe ich dann, da kriege ich dann definitiv 2 raus. Und meine Öfen sind durch. Sehr gut. So. Das heißt, wir müssen hier mal rausrupfen. Wir brauchen wieder 3 Stacks. 1, 2, 3. Und was wir brauchen, sind 5 Eimer. Dann geht es jetzt ziemlich zügig. Ich muss den Ofen leer kriegen. Dass der umziehen kann. Und die Säge packen wir auch weg. Die nehme ich jetzt mal sicherheitshalber nicht mit. Ich habe jetzt mal hier noch ein bisschen Wand rausgeschlagen.
Ich hoffe jetzt endlich, dass ich bald Basalt finde. Dass wir hier mal die Umrandung anfangen können. Aber wir, das erste, was wir jetzt machen, dann, wir wandern jetzt erstmal fröhlich pfeifend zum Dungeon House. Und ich kann. Mal das da ausmachen. So, beim in der letzten Folge ist bei mir das Frustlevel extrem gestiegen. Ich könnte mal glauben, also die muss ich jetzt, nee, der ist nicht despawned, der ist nur unsichtbar geworden. Ich habe keine Pfeile mehr. Und der schmeißt Flaschen. Ich habe noch einen dabei. Mit 5 Pfeilen werde ich nicht weit kommen. Der wird jetzt zwar despawnen, da bin ich mir fast sicher. Aber ist mir egal. Aber das ist mir zu gefährlich. Das heißt, ich brauche jetzt aus dem da meine Pfeile. Da muss ich jetzt mal gucken. Dass ich die mal langsam ein bisschen hochkriege. Dass man da mal... bei den Pfeilen habe ich noch... Also so einen Zwischenschritt. Da fällt mir nie einer ein. Und wie es aussieht, ist er weg. Jawohl. Und ich sehe gerade, wir haben hier 3 Pfirsiche. Also für die Leute, die wohl nicht bis 5 zählen können, haben wir hier 3. Nein, sind sogar 6. Da haben wir 2 mal 3. Dann hat es wieder fast gestimmt. Gibst du mir dein Krönchen? So langsam lege ich mich auch mit den Viechern an, ne? Obwohl ich eigentlich immer noch keine... Naja, wobei... Lederrüstung, aber die ist auch schon die zur Hälfte runter. Ich muss auch mal jetzt demnächst mal Sugarcanes und Melonen und den ganzen, das ganze Zeug auch anbauen. Ja, ja. Aber momentan hat Stahl Vorrang. Da bin ich schon mal ganz ehrlich. Aber wenn der Stahl nämlich läuft, dann läuft er. Das war eine Erkenntnis, hä? Wenn der Stahl läuft, dann läuft er. Nein, aber dann habe ich halt, wie gesagt, wenn ich dann auch mal über Nacht oder so und ich dann wieder online komme, ja, dann hat man halt, dann hat man halt mal 16 oder 32 Stahl. Dann kann man, da kann man mal mit damit was anfangen. Ja, also da, das ist ja der Sinn und Zweck. So, Steuerung B. Das Bett sollte ich mal wieder aktivieren. Weil ich habe jetzt alle Erze eigentlich ausgeschalten. Hier ist alles schon dicht bewaldet, du.
Aber ist auch lustig, ne? Gehst in die Wüste und denkst dir eigentlich, ja, da ist sehr viel Sand. Ja, Pustekuchen. Eine Schicht hatte ich. Und war Sandstein. Dann darfst du nämlich anfangen, den Sandstein zu verarbeiten. Ich würde jetzt mal gerne irgendwo vorbeilaufen und dann Basalt sehen. Das wäre mal nett. So. Und die werden jetzt gleich glücklich sein. Aber die Abrissfirma ist da. Das Haus entspricht nicht den Bauvorschriften. Da sind leider zu viele Gefahrenquellen in dem Haus. Darum muss es weg. So, dann hätte ich gesagt. Hau ich aber auch das Dach mit raus. Wenn dann komplett. So viel Zeit. Uah. Aber muss sein. Jetzt kommen wir wenigstens hoch. Das heißt, wir fangen mal ganz oben an. Jetzt hoffe ich, dass ich dadurch dann meine Axt mal so weit kriege, dass die dann auch so weit levelt. Weit. Aber ich glaube, ich habe schon. Oder? Ich habe drei Modifier drauf, aber ich habe noch keinen Redstone drauf gemacht. Das hat sich jetzt gerade schräg angehört. Als würde gerade ein Maserato so. Wer hat hier eigentlich einen Baum auf dem Dach gebaut, hä? Sag ja, Pfusch am Bau. Im schlimmsten Falle. Super, jetzt gehe ich dann heim. Ich habe 3 Millionen Dächer, aber kein Brick. Nein, also wenn wir das machen, dann machen wir es sauber. Weil das Haus ist dann so weit weg, dass ich dann nur noch in den Keller rein muss. Sagte er. Und hatte kein Eisen dabei. Okay, das Dach kommt leider nicht komplett weg. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Laut Quest brauche ich wie viele Firebricks? Brauche 6 Stück und bekomme raus einen. Ich würde jetzt mal sagen, ich werde so viele Steine mitnehmen, wie ich kann. Sollte vielleicht noch die Treppe dann drin lassen, dass ich wenigstens aufs Dach nochmal komme. Dass diese freischwebenden Dächer dann entfernt werden.
sind dann die berühmt-berüchtigten Lufthaken, die hier verwendet wurden. Es wurde zwar gepfuscht, aber wenn dann modern. So, wenn ich jetzt dich durch einen Maserator jag, bekomme ich einen einzigen raus. So, nochmal. Ich jag dich um einen Maserator und bekomme einen raus. Und dann den mit Clay Dust habe ich einen Fire Clay. Also das heißt, ich verdoppel. Das heißt, ich habe jetzt fast schon zwei Stacks. Jetzt ist halt die Special Frage. Kann ich die Treppen eigentlich auch? Ja, geht auch durch den Maserator. Da kriege ich. Ich brauche mehr Bricks, aber ich kriege weniger raus. Auch nicht schlecht. Ja, wobei, es stimmt nicht. Ich brauche ja. Ich habe ja sechs Stück dann. Aber ich hätte auf jeden Fall gesagt, die Treppen sind das Erste, was ich durchjage. Die habe ich immer aufgehoben früher. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, okay, stimmt. Ich kenne mich ja selber. Ja, wenn du dann auf einmal anfängst, dass du sagst, okay, jetzt bauen wir uns mal ein Industriehaus aus diesen Steinen, weil die von der Textur her genial ausschauen. Dann kriegst du natürlich der Katz. Oder du darfst sie halt doch selber machen. Von den Weiße. Geht auf jeden Fall schon mal tief in den Keller runter. Das heißt, für meine Begriffe nach müsste das richtig viele Bricks geben, wenn die voll sind. Und ich glaube, das war immer voll ausgebaut. Okay, also das müsste jetzt hoffentlich reichen. Ja, ich habe leider nichts dabei. Geh mal heim. Habe ich eigentlich schon Maple getrunken? Not eaten yet. Dann hätte ich gesagt, mach mal Kostprobe. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Und dann habe ich am morgigen Minecraft-Tag an Tag 309 im ersten Jahr, jawohl, in Jahr 1. Sind wir auf dem Weg Richtung Stahl. Ofen. Ich musste die Pause so lang lassen. Was? Der schafft es morgen, den kompletten Ofen zu bauen. Halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Vor allem, weil ich mal wieder keine Ahnung habe, was mir noch fehlt. Und ich kenne mich. Ich habe bestimmt wieder was vergessen. Aber ich habe genügend Clay Dust. Also, ne, das brauche ich nicht suchen. Also Clay ist bei mir eine Sache. Also wenn ich die anfange, jetzt Clay sozusagen erstmal zu machen, damit ich
Play das täglich. Ja. Dann kann ich an den Kaktus gebunden.